Bedient wird immer abwechselnd. So kommen die wenigen Frauen schneller an die Reihe als die vielen Männer. Und damit schneller auch wieder nach Hause. Denn Kinder und Hausarbeit sind immer noch Frauensache. Früher wohnten wir beim Großvater, aber als die Familie dann größer wurde, haben wir 1960 dieses Haus gebaut. Finanziert haben wir es mit unseren Ersparnissen und staatlichen Krediten. Zusammen sind wir hier 10 Personen. Das ist meine Familie, die Familie meines Bruders und unsere Mutter. Das hier ist unser Schlafzimmer. Beim Bau haben meine beiden Brüder mitgeholfen. Ich habe die Türen und Fensterrahmen gemacht, weil ich ja gelernter Zimmermann bin. Die Maurerarbeiten hat der staatliche Baubetrieb übernommen. Hier haben wir unser Gästezimmer. Hier sind wir, wenn Freunde, Kollegen und Verwandte kommen. Im Sommer steht auch der Fernsehapparat hier, wenn wir uns Fußballspiele oder so etwas ansehen. Im Parterre gibt es noch 2 Kochküchen und 2 Wohnküchen. Das sind die Räume, wo wir uns hauptsächlich aufhalten.
Beispiel Educatore sind. Na weiter. Na weiter, mein Educatore. Hä? Hä? Wladimir Dimitri ist Anrichter im Feinmechanikwerk. Bis vor wenigen Jahren noch standen hier Techniker aus China an den Maschinen, an chinesischen Maschinen, die wiederum die Eltern aus der Sowjetunion und der DDR ersetzten. Seit der Trennung von China ist Albanien weitgehend auf Eigenproduktion, zumindest für die Ersatzteile, angewiesen. Diese Schleifmaschine ist Eigenproduktion, das heißt teils Eigenentwicklung, teils Nachbau importierter Maschinen. Das für das nächste Jahr geplante neue Werk soll fast ausschließlich mit albanischen Maschinen ausgerüstet werden. Ich bin 26 Jahre alt. Von 1964 bis 1972 war ich in der Grundschule. Wie die meisten Jugendlichen habe ich dann anschließend das Gymnasium besucht und 1976 das Abitur gemacht. Danach habe ich hier im Feinmechanikwerk angefangen. Um für die Arbeit auch fachlich qualifiziert zu sein, ging ich in die höhere Metallfachschule. Das hat 4 Jahre gedauert. 1982 habe ich dort abgeschlossen. Während der Fachschulzeit arbeitete ich Wechselschicht und ging entsprechend entweder vormittags oder nachmittags zum Unterricht. Ich musste 6 Stunden arbeiten, bekam aber den vollen Lohn. Inzwischen habe ich die 4. Lohnkategorie erreicht und bin jetzt Technikerin. Giro nennt man das, was hier jeden Abend auf den Straßen stattfindet. Giro, wie aus dem Italienischen, Spaziergang, Rundgang. Oder, wie die Leute hier treffender sagen, die lebendige Zeitung. Die Häuser sind leer, alles ist auf den Straßen.
Man kennt sich, man redet miteinander. Nicht nur in der Kleinstadt Korça, sondern genauso in Tirana. Übrigens war in der ganzen Zeit niemand zu sehen, der es besonders eilig hatte oder garante, außer beim Sport. In den Jahren der Volksmacht hat neben den anderen Bereichen der Wirtschaft auch der Güter- und Personentransport einen großen Aufschwung bekommen. Dieser Kollege arbeitet seit über 40 Jahren als Fahrer und hat immer seine Aufgaben erfüllt und überboten. Er arbeitet zurzeit schon im Rahmen des Plans für das Jahr 1991. Das Fahrzeug hier hat er 1952 übernommen und er ist sicher, dass er den Wagen noch bis zu seinem Rentenalter fahren wird. Kur rulli e të zna haferet.